Comics wird heute die gefährlichsten Amazon-Punkte der Welt testen. Let's go. Oh, Alter. Oh, ey, nee, Bro. Oh mein Gott. Das bewegt gerade noch. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute habe ich Special Guest dabei und zwar King Crimex. Was geht ab? Leute, ihr habt es gerade schon gehört. Max, du darfst heute die gefährlichsten Amazon-Produkte der Welt testen. Hast du Bock? Ich bin sehr gespannt. Ey, dann würde ich sagen, lass doch erstmal hier. Komm, mit welchen von den Dingern sollen wir anfangen? In der Tüte haben wir auch noch welche drin, aber kommen wir gleich zu. Ja, komm, pack einfach mal irgendwas aus jetzt. Okay, hier. Dann lass mal, würde ich sagen, fangen wir bei der Tüte an. Okay? Das sind jetzt gefährliche Amazon-Produkte. Ja, ey, also ich sag dir ehrlich, jetzt no joke. Ich weiß ein paar, die dabei sind, aber ich sag dir wirklich jetzt, da sind welche dabei, also wirklich, wo du sagen wirst, ey Digga, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Wirklich jetzt, also ist jetzt nicht gelogen. Okay. Okay, bist du bereit? Okay. Dann pack mal das erste aus hier. Das sieht ja erstmal unspektakulär aus. Ja, das stimmt. Lol. Okay, ist nochmal verpackt. Ja. Was ist das denn? Oh, ey, Bro, Alter. Was ist das? Ey, Bro. Weißt du nicht, was du bestellt hast? Nein, ich habe gesagt, ich weiß es nicht für allen. Ja, Bro, das... Digga, lest doch, was da steht. Lustwürfel. Ja, kannst dir ja vorstellen. Oh. Also es sind Würfel und ich glaube, die kann man für ja, gewisse Aktivitäten im Schlafzimmer benutzen. Und ich nehme jetzt einfach mal... Würfel mal? Ja, also ich glaube hier, das sind so Orte. Ja, okay. Die man wählen kann. Dann hier kann man, ja, stehen Aktivitäten, die man machen kann. Ach so. Und hier stehen... ja. Bereiche. Ey, aber ich weiß nicht, was ist. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das ist. Ja, dann packt, kloppt die mal weg, die Dinger. Also ich weiß auch nicht, was das ist. Brauchst du auch nicht, ne? Nee. So, Max, ja. Kommen wir zur nächsten Sache. Hat ja schon mal gut angefangen. Ja. Dann mach mal auf und greif mal so blind rein. Ich weiß, ich kann es dir selber nicht sagen, was das ist, weißt du? Wie, du kannst nicht sagen? Ja, ich weiß es nicht. Ich dachte, du hast das bestellt. Ja, zwei Stück, aber den Rest habe ich einfach ausfallen lassen. Okay. Oh mein Gott! Leute, das ist ein Elektroschocker. Wie? Alter, was? Oh mein Gott, was? Pack den mal aus. Ey Marvin, kann ich das an dir testen? Nein, aber mach den mal auf, okay? Boah, ey, das sieht richtig brutal aus. Alter, warte, nee, nee. Warte mal. Ah, das ist nicht geladen. Ich glaube, ich muss da... Aber, warte, guck mal. Ah nee, warte, hier, der Stift muss gezogen werden. Oh mein Gott, ey, ich hab Angst. Was ist das? Ach, das ist ein Viehtreiber. Oh. Das sind Viehtreiber. Also ich nehme an, wenn ich dich jetzt damit berühren würde und da drauf drücke, dann glaube ich, kommt da so ein Stromschlag oder so. Echt jetzt? Nein, nee, ich habe Angst. Nee, das geht nicht. Wir machen das so, bei 2000 Likes darfst du das jetzt machen, aber die müssen jetzt erstmal liken, dann machen wir das später. Bro, ich weiß nicht, ob du das machen solltest. Nee, nee, ich habe Angst. Ich glaube, das ist für so Rinder, die so 400 Kilo wiegen oder so. Ey, dann bin ich weg vom Fenster. Leute, wir lassen das mal lieber. Also, ey, aber Lukas, machst du das? Ey, komm. Ich merke schon, was für eine Richtung das heute geht. Es sind ja wirklich gefährlich. Ich wusste nicht, dass es sowas auf Amazon gibt. Lol. Oh mein Gott. Insekten. Pack das mal aus. Pack das erst mal. Max, hol die mal. Was ist denn das? Ich hoffe, das lebt nicht mehr, was da drin ist. Oh, ey, nee, Bro. Was ist denn? Oh mein Gott. Das bewegt gerade noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Alter. Nee, das kann nicht mehr leben, oder? Doch, irgendwas bewegt sich irgendwie ein bisschen noch da drin. Oh mein Gott, was ist das denn? Ey, Bro. Ey, warte mal. Das kann nicht mehr leben. Kann man das essen, oder? Also, Bro, wenn du das isst. Was ist dann? Dann, Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da, wenn er das durchzieht. Nee. Also, das ist maximal eklig. Warte mal, ist das nicht am Ende? Kriegst du dadurch irgendwie Salmonellen oder sowas? Meinst du, kann man das nicht essen? Nein, lass. Mach nicht, Bro. Okay, ich mach's auch nicht, lieber nicht. Er macht. Bro, Marvin ist wirklich anders. Marvin ist eine Paulberger-Limo, Alter. Ja, Bro, da kann nur eine Paulberger-Limo helfen. Aber warte mal, da steht Serviervorschlag. Ich glaube, man kann das wirklich essen. Ey, ess auch mal. Blanchiert, gefriert, eh gut. Gezüchtet in Europa. Ey, Max, komm, zieh mal durch. Nein, auf gar keinen Fall. Für wie viele Likes? Auf gar keinen Fall. Bro, da müssen nicht Likes kommen, da muss Bezahlung kommen, dass ich das esse. Wie viel würdest du das essen? Nein, sag ganz ehrlich. Einen? Ja, jetzt realistisch gesagt. Auf real, ich würde ab 20.000 würde ich anfangen nachzudenken. 20.000? Lukas, sag ehrlich, du würdest für dein Video machen, ne? Ja, ja. Darf ich jetzt machen? Ihr macht auch alles für die Klick, ey. Nee, ich weiß nicht, Leo, die würdest du mal essen? Was? willst du mal einen probieren? Lukas, probier mal. Komm, mach mal. Ey, komm, ich hab bei dir auch gegessen.
In dem engsten Video. Ey, Leute. Ja, okay, komm, ey. Du gasst die durch. Ey, das Ding ist einfach, ich sitze meistens ganz entspannt bei mir in meinem Gamingstuhl, zock Minecraft und bei euch jeden Tag nicht ums Überleben, Bro. Was, also, das ist einfach Protein, Digga, wenn man ins Gym geht. Ja. Digga, gratis Protein. Ey, aber warte mal, bevor du jetzt isst. Was müssen die Leute machen? Den Merch kaufen. 9.2. Leute, 18 Uhr, lukasbs.de. Die wird wieder auf 2000 Stück, ihr wisst es. Handsignierte Autogrammkarte, die Burger Pommes Müsli Schüssel, ganz wichtig. Und natürlich die exklusiv nur zu diesem Merch, die Burger Pommes Limo. Ihr wisst Bescheid, Leute, Apfelgeschmack. Ich würde sagen, jetzt zieh ich durch. Ne? Ey, let's go. Er zieht durch. Okay. Max, er isst. Sehr ehrlich, wie schmeckt das? Ey, du hast durchgezogen. Ehre, Bro. Aber ey, Lukas, willst du auch so ein Ding essen? Nein. Das ist schon hart, ey. Ey, das ist hart. Ich gar nicht mehr zum Nachtrinken. Bitte. Ja, natürlich. Trink, Bro. Hier. Das ist hart, Bro. So, Marc, was haben wir denn jetzt da? Ich weiß es nicht, aber es ist gut verpackt. Ey, ich sag dir ehrlich, das ist ein Produkt, da musst du aufpassen. Also, da schmeckt das. Wie aufpassen? Ich hab, weißt du, dass der Grund ist, warum ich das mit dir aufgenommen habe, weil das mit Leontin nicht geht. Das wird gesperrt. Kann man sich da verletzen? Wer weiß? Jetzt, ey, Bro, jetzt hab ich bei jedem Paket Angst, das aufzumachen, ey. Das sind Hände. Da sind Hände drin. Wie Hände? LOL! Oh mein Gott! Okay. Ich glaube, das sind so, da kann man seinen Finger reinstecken. Mach mal. Aber warum sind die verboten? Ich weiß nicht. Moin, Peace, Leute. Ah ne, warte, da ist sogar noch was drin. Oha. Green Laser! Oh, da ist ein Laserpointer drin! Oh mein Gott! Okay, das ist geil. LOL. Oh, Leute, ein Laserpointer. Ey, mach den mal auf, ist ja krass. LOL! Oh mein Gott! Wow! Alter! Guck mal, Alter. Ich kann das Motiv ändern. LOL! Oh, das ist geil. Ey, das ist ja richtig krass. Oh mein Gott. Kannst du da hinten mal in die Wand leuchten? Junge! Alter! Ey, das leuchtet alles! Das ist voll die Disco-Kugel hier. Aber wieso ist der verboten? Das weiß ich nicht. Vielleicht sollte man den nicht in die Augen halten oder so. Ja. Man kann doch bestimmt hier irgendwie die Kappe abschrauben. Boah, dann hat man so einen richtig krassen... Alter! Bestimmt ist es deswegen verboten. Aber ich muss sagen, bis jetzt am brutalsten eigentlich dieses Teil hier, der Viehtreiber. Das sollte man nicht am Menschen testen. So, kommen wir zur nächsten Sache. Mach das mal auf. Was haben wir denn? Greif blind rein, okay? Ich werde da nicht blind rein. Ey, komm. Du kannst, Alter, du machst da ein Messer oder so. Nein, Max, alles gut. Ey, also, guck mal, okay? Ach, boah, das ist eklig. Ich will nicht... Ich mach das jetzt nur für dich, Marvin. Okay. Ich vertrau dir. Ja, mach. Oh mein Gott, Leute. Ey, das, ich finde das so eklig, irgendwo blind reinzugreifen. Okay, mach mal. Da sind auch coole Sachen dabei. Was ist das hier? Kann ich gucken? LOL! Kann ich gucken? Ja. Was ist das denn? Boah, ein Laserschwert? Echt? Free Mode? Das ist ein Laserschwert. Oh mein Gott. Drin. Hä? Wie cool ist das denn? Also... Das ist ab 3 Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das so verboten ist. Vielleicht haben die in China das falsch gemeint. Sieht aus wie Schrott, oder? Das ist absoluter Schrott. Also das soll wohl so ein klassisches Star Wars Laserschwert sein. Ja, ist Müll. Darf ich mal reingreifen für dich? Ja, komm, mach mal bitte. Okay, mach mal die Augen zu, okay? Warte. Das wird das Krasseste sein. Warte. Wir packen die anderen Sachen weg. Kann ich Augen aufmachen? Ja, mach mal. Was ist das? Mach mal, pack mal aus. Das ist ein Geldbeutel. Ja, mach mal auf. Was sagst du? Das ist ein Geldbeutel. Ja, pass mal auf, geh mal her. Was ist daran ab 18, bitte? Ich zeig dir das, Leute, seht ihr das Portemonnaie? Aha. Guck mal. Kommt dir sowas bekannt vor? Von einem Feuerzeug? Ja. Und zwar brauchst du... Ja, hä? Eine zweite Sache. Nein. Benzin. Willst du das Ding jetzt hier abfackeln, ja, oder was? Ja, das brennt gleich. Oh, Marvin fackelt hier die ganze Bude ab, ja, gleich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert hat. So rauf. Da auch. Also, wenn man das aufmacht, schlägt das jetzt gleich Feuer, oder was? Ich glaube, man muss... Ey, aber ich nehme hier mal ein bisschen... Ey, Abstand. Max, komm! Nee, mach das mal schön. Also, ich glaube, man kann es einfach aufklappen. Du bist ein richtiger Powerbagger. Du bist ja King Crimex, ne? Ja. Nimm erstmal einen Schluck von der Powerbagger Limo, bevor du das machst. Wo gibt's die? Edeka, Netto. Okay, Max. Jetzt kommt das Gefährlichste überhaupt.
Alter, dass ich das mache hier wegen dir, das ist voll gefährlich. Leute, niemals sowas nachmachen mit Feuer und... Ey, aber das ist wirklich gefährlich, oder? Ja, locker, Bro, das ist hier mit Benzin. Das ist einfach ein Geldbeutel, der sich anzündet. Oh, let's go. Oh! Alter! Alter, was der Pomponé brennt! Oh! Was ist das denn? Leute? Boah, geil! Oh, ey, das... Wow! Ich dachte gerade, das geht nicht mehr aus. Ey, ich dachte gerade, das geht nicht mehr aus. Ich auch. Ey, das ist... Krass. Ey, das ist krass, das Feuerzeug, ne? Was ist aber der Sinn davon? Wer kauft sowas auf Amazon? Warum will man einen Geldbeutel haben, den man anzünden kann? Ja, weiß ich nicht. Also wer kommt auf die Idee und dachte sich so, boah, das ist geil, das lasse ich produzieren. Ja. Was ist denn da, Geile? Was haben wir denn hier? Oh, eine Mini-Arcade-Maschine. Was ist das? Ich habe von Rockstar Games gehört, dass es auf diesem Teil GTA 6 schon... Oha, das will ich jetzt selber sehen. Boah, was ist das denn, ey? Was ist das denn für ein Schrott? Also, Bro, das sollte hier nicht die gefährlichsten Produkte, sondern die... Die schlechtesten, ne? Ey. Hier kann man nochmal die Folie abziehen. Start drücken. Das ist Schrott. Nee, gib das mal. Was ist das? Yes, ja. Hier, gib mal her. Hier, Luca, spiel mal damit. Viel Spaß dir. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Wow. Das ist so ein Pickel-Ausdrückungssimulator. Nein. Hm? Das ist richtig... Spot-Popper. Bro, kann man da mäßig so simulieren, wie man Pickel ausdrückt? Ich weiß es nicht. Wer kauft sich sowas? Keine Ahnung. Oh, und das hier, diese Pickelflüssigkeit, glaube ich. Marvin, was hast du für einen Müll auf Amazon gekauft? Ey, ich hab das nicht gemacht. Sag mal ehrlich. Jetzt können wir hier Pickel ausdrücken. Sollen wir machen? Ja, mach mal. Das ist ja richtig ekelig. Bro, komm mal. Geh weg damit. Ey, Max, was soll das? Ey, das ist eklig, das ist eklig. Guck mal, hier kommt richtig so Leiter raus und so. Das ist ja richtig eklig. Ach du Heilige. Nimm das doch mal, ess das doch mal, Marvin. Nee. Okay, ich glaube, jetzt haben wir auch ein paar coole Sachen dabei, glaube ich, die Spaß machen. Okay. Was ist das? Ach, was haben wir denn hier? Bubble, oha. Eine Blubberblasenmaschine. Ja. Das ist cool. Vielleicht ist sie verboten, weil, keine Ahnung, haben Kinder sich damit ins Auge gespritzt? Ich glaube tatsächlich ist es ganz cool, weil wenn man da Batterien reinmacht, ja, was dann startet, dann ist hier glaube ich so ein Ventilator und dann kommt hier so ein Licht. Aber wir müssen noch das Dings rein, oder? Das Zeug, oder? Batterien sind drin, ne? Ja. Dann mach mal. Und let's go! Ja, was passiert da jetzt? Dann kommen da Seifenblasen rauf. Alter! Das dreht völlig durch! Hey, warte mal! Das dreht durch! Warte mal, du musst vielleicht irgendwas aufmachen oder so. Jetzt geht's hier richtig ab. Ja. Pack das Ding mal ein hier. Vielleicht muss der Deckel mit drauf, weißt du? Oh ja! Oh, Digga! Alter, hey, Max, ey! Das ist ja richtig krass. Alter! Ey, ich hab das Gefühl, wir sind im Kindergarten. Oh, Alter! Ey, du schießt hier alles voll hier! Ey, das ist voll krass. Schieß mal mit Paulberger-Limo. Sollen wir da mal Paulberger-Limo? Ja, mach mal. Das wird jetzt ein bisschen schwer hier, das da abzufüllen. Okay, Leute, wir haben Paulberger-Limo reingefetzt. So, Max, jetzt Paulberger-Limo. Jetzt Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Zeig. Oh! Oh, Alter! Oh, ey, der Luft damit! Schmecken aber nicht mehr. Ja, Alter, das ist ey, Max, ey! Das Ding geht richtig ab, ey! Boah, du hast voll durchgedreht! Hier, Max, die nächste Sache. Oh, ey, das sind einfach Zähne. Okay, also wir haben hier verschiedene Zähne. Ich hoffe, da sind jetzt keine echten Menschen. Ey, meinst du, da haben die einen zusammengehauen, damit die Zähne behaben können, oder was? Ja, hoffentlich nicht. Alter! Das sieht ja voll eklig aus. Darf ich mal sehen? Ja, guck dir das mal an, Leontin. Guck mal, sind das deine Milchzähne hier? Ja. Zeig mal deine Zähne. Ja. Da fehlen die! Ja, da fehlen auf jeden Fall. Ja, aber Leute, warum? Wer kauft sowas? Oh, ich habe wirklich keine Ahnung, was man damit machen soll. Weil das Ding ist ja, das ist ja nicht mal, dass du da die jetzt irgendwie so einkleben kannst. Also das jetzt irgendwie so für Kostüm oder sowas ist. Das ist einfach, das sind einfach ein paar Zähne. Könnt ihr mir die vielleicht geben? Ich fehlen ein paar Zähne. Ja, komm her, wir geben dir welche. Max, gib dir welche. Ich gönn dir alle, Leon. Dankeschön. Bitte. Und du brauchst nie wieder Zähne putzen. Wenn die rausfallen, nimm einfach neue. Boah, cool. Kein Problem. Dann mache ich mal weiter mit dem nächsten verbotenen Produkt. Ja. Aeomic Mystery Wand, also ein Zauberstab. Mhm. Was kann man damit machen? Vielleicht kannst du den vorne anzünden. Oha.
Oh! Digga, das ist voll der Scheiß. Ey, lass mal Leonti verschwinden. Alter, es hat geklappt! Ey, lol, Leonin ist weg! Ey, was hast du gemacht, Max? Ey! Alter, du warst einfach weg, jetzt ging das denn? Das ist voll der Müll, Junge! Ja, ey, du bist gar nicht Harry Potter! Ich dachte schon, ich bin zaubern. Ja. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo und ciao, ciao! Mach's gut!